Sie macht sich auf den Weg, sie macht sich auf den Weg und futtert sie gut. Zwei Birnen, aber satt war sie noch immer nicht, satt war sie noch immer nicht. Oh, sie macht sich auf den Weg, sie macht sich auf den Weg, sie macht sich auf den Weg, um Futter zu suchen. Genommen, denn wir beide haben in Neuhof vor 23 Jahren ungefähr im Kindergarten angefangen. Ich als Erzieherin, er als Vater einer Tochter. Und er weiß auch, dass es damals eben nicht die Möglichkeiten gab, die wir heute haben. Wir waren damals allein in der Gruppe und konnten wirklich die Kinder nur betreuen. Wir konnten die Kinder nicht einzeln fördern und wir konnten überhaupt nicht auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen. Heute nun sind wir zu zweit in der Gruppe, Gott sei Dank, durch viele Arbeit von uns und auch von So, und dann wollen wir mal die junge Dame ziehen lassen. Sag mir doch mal, wie du heißt. Das ist der Joachim Peuke am Pfingstborn 5 und das ist in Wehen. Ist der Joachim Peuke hier? Klinische Profil, 250 Mark gibt es immerhin noch. So, und dann haben wir einen neuen Zettel. Und das ist der Thomas Kurten. Bach am Schilberg 17a, das ist dann naturgemäß in Bleidenstadt. Das sind also dann nochmal 150 Mark. Ritter Gidela Kuhn in der Flachbühlstraße 14, auch in Bleidenstadt. Das ist der Hammer, endlich jemand, der bei uns ist. Dann dürfen die mal dran ziehen, ja? Du bleibst hier oben, du darfst das allerletzte dann noch sehen. Frau Kohn, herzliche Gratulation. Vielen Dank für die Beteiligung. Tada! In der Konrad-Adenauer-Straße 18. Haben wir ihn? Ist nur die Frage, wer jetzt bei wem abgeschrieben hat oder ob das beide gewusst haben. Kommen Sie hoch, Frau Kohn. Ich wünsche Ihnen viel Freude an den. Links von dem links, also dieses. Wunderbar. Vielleicht können Sie hier unterschreiben, Herr Hofmann. Herr Hofmann, Sie sind jetzt sozusagen mein Sponsor. Der Erste, der mir traut. Wie gesagt, also Herr Hofmann und ich, wir möchten zusammen berühmt werden. So berühmt, dass ich ein Auto mit Chauffeur habe, und er auch, und vielleicht auch eine Villa mit Sauna, vielleicht so berühmt, dass sich alle Leute nach uns umdrehen und sagen, wer kennen kennt, kennt Herrn Hofmann und die Welt der Magie. Vielleicht können Sie mir ein wenig mit der Rechnerei helfen.
Ja, ich bin noch Schüler. 100 Mark. Die Hälfte geht weg für eine ordentliche Krawatte. Bleiben 50? Richtig, 50 Mark. Davon geht nochmal die Hälfte weg für meinen Sponsor. Bleibt 25, richtig, vielen Dank. Davon geht nochmal die Hälfte weg für Porto und Verpackung. Bleibt. Soweit kann ich nicht rechnen. 12,50 Mark, vielen Dank, von da hinten. Davon geht nochmal die Hälfte weg, bleibt ziemlich wenig, richtig. Und dieser Rest kommt in den Umschlag hinein, damit ihm nichts passieren kann. Und Herr Hofmann und ich, wir werden richtig berühmt und richtig reich und berühmt. Herr Hofmann, sind Sie nervös? Wenn ich 200 Mark kriege, bin ich immer nervös. Ja! Außerdem habe ich ein wenig Zauberflüssigkeit oder Feuerzeugbenzin, vielleicht können Sie das kurz halten, und ein Kettenraucher-Feuerzeug. Ein wenig Zauberflüssigkeit, ein Kettenraucherfeuerzeug. Können Sie das kurz halten? Und jetzt einfach zumachen? Machen Sie mal einen 100 Markschein. Ja, ich erkläre es Ihnen. Der Umschlag verbrennt mit der Zauberflüssigkeit, wobei der Geldschein unversehrt in der Asche liegen bleibt. Und Herr Hofmann und ich werden richtig berühmt. So berühmt, dass wir ein Auto mit Chauffeur haben, eine Villa mit Sauna und überall, wo wir hinkommen, drehen sich die Leute nach mir um, lächeln und sagen, wer kennt, kennt, kennt die Welt der Magie. Können Sie jetzt, Herr Hofmann, Ihren Geldschein aus der Asche hervorholen und nachschauen, ob Ihre Unterschrift auf diesem Geldschein ist? Sieht dünn aus. Aschdünn aus. Da ist er nicht. Da unten auch nicht. Und jetzt? Ich komme zu meinem nächsten Kunststück und zwar. Haben Sie noch einen 100-Mark-Schein dabei? Ich glaube, Sie haben was falsch gemacht. Ja, ich habe Ihnen 100 Mark gegeben, das war der Fehler. Oh.